so ist das Leben. Also hier Glatze, sagen wir mal Bescheid, wenn ich hier nicht zu verstehen bin. Naja, komm an. Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, werte Gäste, ich eröffne die heutige Sitzung und stelle zunächst die ordnungsgemäße Einberufung, die fehlenden Stadträte und die Beschlussfähigkeit fest. Zur Sitzung sind von 36 Stadträten und dem Bürgermeister, somit 37, 33 Stadträte sowie der Bürgermeister anwesend. Wir sind bei 34. Drei Stadträte fehlen entschuldigt. Unentschuldigt fehlt kein Stadtrat. Der Stadtrat ist damit beschlussfähig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Entscheidung über Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Mit Schreiben vom 11.03.2015 erhielten Sie eine Frage und Anregung, wird Punkt 17 der Tagesordnung. Gibt es Ihrerseits, meine Damen und Herren, Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung? Frau Lessing, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte zwei Anträge zu stellen zur Änderung der Tagesordnung. Der erste wäre, wir haben uns ja im Hauptausschuss schon mit der Problematik der Niederschlagswasserentsorgungskonzeptgeschichte beschäftigt und haben gesagt, also, dass das vom Diskussionsstand her noch nicht reif ist, hier im Stadtrat entschieden werden zu können. Deswegen möchte ich bitten, dass das abgestimmt wird darüber, dass das von der Tagesordnung nochmal runtergenommen wird. Das wäre mein erster Antrag, und wenn ich noch einen zweiten stellen darf, dann würde ich gerne zum Tagesordnungspunkt 9 noch einen Ergänzungsantrag stellen, und zwar nochmal zu der Problematik Änderung Schuleinzugsbereich. Es geht ja hier um die Schulentwicklungsplanung 15-16, und wir haben unsere Anträge schon in Umlauf geben lassen. Und ich hoffe, dass jeder sich nochmal einlesen konnte, deswegen stelle ich den Antrag, unsere Anträge vor dem Antrag nochmal für die Diskussion des Beschlusses 57.15 zu stellen. Sie meinen jetzt die Tischvorlage, ja? Die Sie? Ja, danke schön. Gut, schönen Dank, Frau Lessing. Nein, nicht die Tischvorlage. Achso, die beiden. Gut, okay. Kommen wir erstmal zum Tagesordnungspunkt 15. Den möchten Sie gerne abgesetzt haben. Außerplanmäßige Ausgabe zur Erstellung des Niederschlags. Genau. Fangen wir erstmal damit an. Gibt es Anmerkungen zum Antrag der gemischten Fraktion, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich darüber abstimmen. Ja. Wer damit einverstanden ist, dass der Tagesordnungspunkt 15, außerplanmäßige Ausgabe zur Erstellung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes, Vorlage 71.615 abzusetzen, den bitte ich um das Handzeichen. Und damit ist der Tagesordnungspunkt 15 abgesetzt. So, jetzt kommt es nochmal zu den beiden Vorlagen. Ja, Frau Lessing, was soll ich Ihnen nur sagen? Also diese beiden Vorlagen werden wir nicht beraten können und auch nicht zur Abstimmung, weil ich würde das gegebenenfalls dezidiert nochmal bei dem Tagesordnungspunkt erwähnen, weil wir stimmen heute nur über die Beschlussvorlage gegen die, also diese 57, ab, gegen die der Bürgermeister Widerspruch eingelegt hat. Alle anderen Beschlüsse, die ja auch ihre neuen, die also beinhalten, die Schuleinzugsbereiche zu verändern, sind ja damals abgelehnt worden, können also erneut erst im halben Jahr und jetzt in 5 Monaten wieder auf die Tagesordnung kommen. Demzufolge werden Ihre Anträge heute nicht in dieser Sitzung berücksichtigt werden können. Ja, wir stimmen also, wie gesagt, nur über diesen 57 ein. Aber vielleicht nochmal mit dem Tagesordnungspunkt kann ich Ihnen dann auch nochmal dezidiert dazu Auskunft geben. Gut, bitte, Frau Lessing. Das möchte ich eigentlich so im Raum nicht stehen lassen, weil wir gehen davon aus, wir haben das ja auch rechtlich nochmal hinterfragt, dass der Widerspruch, den der Bürgermeister eingelegt hat, in dem Sinne jetzt, was den Beschluss 57.15 betrifft, nicht rechtfertigt war. Demzufolge geht unser etwas weitergehender Antrag ja dahin, dass man eben diesen Beschluss 57.5 sofort als rechtmäßig erklären kann, wenn wir die Schuleinzugsbereiche, wenn wir uns hier dazu verständigen können, doch noch die Schuleinzugsbereiche zu verändern. Die Schuleinzugsbereichsveränderung, die wir jetzt eingegeben haben, sind nochmal andere Vorschläge, sind also nicht die gleichen Vorschläge, die wir schon mal gebracht haben, sondern sind in der Zusammensetzung anders und sollten zur Abstimmung kommen. Gut, vielleicht mache ich mal den Vorschlag, wir lassen das alles so, wie es ist, und besprechen beim Tagesordnungspunkt dann darüber.
Da gibt es andere Auffassungen. Ich respektiere Ihre Auffassung. Die Auffassung des Gremiums ist eine andere. Möchtest du noch was dazu sagen? Kann ich machen. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir haben uns über die Jahre mehrfach beschäftigt mit der Problematik, wie kriegen wir ausreichend Schüler nach Eschstedt. Ich betone das, wir haben es mehrfach versucht, wir haben verschiedenste Varianten diskutiert. Letztendlich, muss ich sagen, sind alle, und zwar mit deutlichen Mehrheiten, abgelehnt. Diese Beschlüsse habe ich ganz einfach zu respektieren. Also es war nicht politischer Wille, die Schuleinzugsbereiche zu verändern. Im Rahmen des Schulentwicklungsplanungs, der Schulentwicklungsplanungsverordnung, die ja gesetzliche Grundlage ist, haben wir dann nur eine zweite Möglichkeit, die Gesetzeskonformität herzustellen. Und das ist die Schließung dieser Schule. Auch dieser Beschluss ist vom Stadtrat abgelehnt worden. Damit haben wir eine Situation, die nicht gesetzeskonform ist. Und aus diesem Grunde bin ich verpflichtet, Widerspruch gegen die Beschlusslage einzulegen, weil wir unserer Möglichkeit der kommunalen Selbstverwaltung nicht nachgekommen sind. Das können wir nur tun im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir haben es mit der letzten Sitzung nicht verstanden. Demzufolge war ich in der Pflicht, ob es mir nun persönlich passt oder nicht. Ich bin qua Amtes verpflichtet, in Widerspruch zu gehen, und damit haben wir diese Beschlussvorlage 57 wieder auf der Tagesordnung. Wohlgemerkt, ich bin dazu gesetzlich verpflichtet. Das ist keine Spaßveranstaltung, aber ich bin einfach in der Pflicht dazu. Danke. Gut, danke schön, Herr Bürgermeister Fuchs. Ja. Gut, wir sind immer noch beim Tagesordnungspunkt 2, Entscheidung über die Änderungsanträge. Meine Damen und Herren, die Tagesordnung für den öffentlichen Teil ist mit Stimmenmehrheit festgelegt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, Entscheidung über Einwendungen zum öffentlichen ist mit Stimmenmehrheit genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse. Ich bitte Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Ausführungen. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich erspare mir Ausführungen zu den Beschlüssen, die wir in der letzten Sitzung gefasst haben. Dazu ist Ihnen eine schriftliche Information zugegangen. Gestatten Sie mir aber doch einige andere Bemerkungen zu Geschehnissen der laufenden Verwaltung. Zum einen will ich ganz einfach die Gelegenheit heute noch mal nutzen, um in Vollständigkeit denen zu danken, die mit der Durchführung und Organisation der Kommunalwahl beauftragt waren. Ich habe mich zu bedanken bei insgesamt 227 Menschen, die also damit betraut waren, dafür zu sorgen, dass die Bürgermeister- und Landratswahl hier ordnungsgemäß über die Bühne gehen konnte. Es sind in der Stadt, in der Kernstadt selbst gewesen, 47 Bedienstete der Stadt und ein Ehrenamtlicher. In den Ortschaften selbst ist die Situation völlig umgekehrt. Das ist mir im Hauptausschuss untergegangen. In den Ortschaften haben wir 144 Ehrenamtliche und 35 Bedienstete gehabt. Also insgesamt 227 Menschen, die sich engagiert haben dafür, dass die Wahl ordnungsgemäß und zügig bei der Auszählung zügig über die Bühne gehen konnte. Dafür habe ich mich zu bedanken. Es ist mir ein ausdrückliches Bedürfnis, mich bei den Ehrenamtlichen zu bedanken. Wie gesagt, das ist im Hauptausschuss ein bisschen kurzweil weggekommen. Das dazu. Das nächste. Im Sozialausschuss im letzten, Sie werden sich erinnern, hatten wir unter anderem zum Thema Ausländerbeauftragter, Integrationsbeauftragter Herrn Hans Thiele, den Dezernatsleiter des Dezernates 2 der Kreisverwaltung, hier zum Erfahrungsaustausch, will ich mal sagen. Denn als solches habe ich das empfunden. Und im Protokoll steht zu lesen, Herr Thiele geht weiterhin auf die Zuständigkeit der Stadt ein, indem er deutlich macht,
dass sie in der Daseinsfürsorge, in der Fürsorge liegt. Das heißt unter anderem bei der Herstellung von Kontakten zu Vereinen, bei der Hilfe, bei der Arbeitssuche, beim Einkaufen. Hier ist ehrenamtliches Engagement gefragt, um, wie bereits erwähnt, als Lotse zu fungieren. Die Koordinierung der Aufgaben und das Einsetzen der Lotsen erfolgt dann über den Landkreis Frau Telschow. Wir haben in dieser Beratung auch darauf hingewiesen, dass Ansprechpartner in der Verwaltung für dieses wichtige Thema Frau Mattis ist. Ich kann Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir ab dem 1. April diesen Jahres, also in wenigen Tagen, durch den Landkreis initiiert, zunächst ehrenamtlich, bald aber hauptamtlich vermittelt durch die Kirche, durch die evangelische Kirche, in der Stadtverwaltung zu sitzen haben, eine weitere Kraft, die vom Landkreis auf unsere Intention oder in Einverständnis mit uns bei uns einen Arbeitsplatz bekommen wird als Ausländerbeauftragte. Sodass ich also denke, dass wir alles haben tun können, mit Hilfe des Landkreises, um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden. Ich möchte Sie außerdem in Kenntnis setzen, dass ich die Berichterstattung und die Darstellung des Tierheimes zu seiner Situation und vor allem zur Unterstützung seitens der Hansestadt Gardelegen ganz einfach kommentieren muss, weil sie so, wie sie dargestellt wurde, nicht stimmt. Es ist wohl richtig, dass wir jährlich dem Tierheim 12.000 Euro zukommen lassen, also 50 Cent pro Einwohner. Darüber hinaus möchte ich aber darauf hinweisen, und das muss man auch betonen, dass wir letztendlich ja die Immobilie kostenfrei, also mietfrei zur Verfügung stellen. Und das ist ja immerhin auch, das kann man auch in Euro und Cent ausdrücken, wenn man das will. Also auch das ist eine Leistung, die wir dem Tierheim gegenüber erbringen. Darüber hinaus haben wir eine Vereinbarung mit Adrome, dass also Betreute von Adrome täglich dort hochgefahren werden können, um sich um Tiere zu kümmern. Das sind immerhin auch Leistungen im Werte von 150 Euro monatlich. Das heißt also 1.800 Euro im Jahr, die wir aufbringen, um also Personal zum Tierheim zu bringen, damit Betreuung der Tiere abgesichert werden kann. Dann denke ich, das Wichtigste oder eine weitere wichtige Leistung, die wir erbringen, um eben insbesondere bei Katzen eine Kanalisierung zu erreichen, ist, dass wir uns erklärt haben, ich denke vor 2 Jahren, dem Tierheim gegenüber, dass wir sämtliche Sterilisation und Kastration von Katzen auf unsere Rechnung machen. Weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Regulierungsaufgabe, die wir hier übernommen haben. Wir reden hier über die Sterilisation von 70 Katzen in 2013, von 80 Katzen in 2014 und das umfasst immerhin Leistungen auch in Höhe von 5.561,53 €. Wenn man das alles zusammenfasst, kommt man auf eine Summe von knapp 20.000 Euro, mit der wir die wertvolle Arbeit des Tierheimes unterstützen. Ich will das ausdrücklich betonen, dass ich und wir verwaltungsseitig die Arbeit des Tierheimes sehr hoch wertschätzen und unterstützen. Aber wohlgemerkt, ich denke, dass einzelne Probleme, die das Tierheim hat, auch hausgemacht sind. Und wir sind gerne bereit, immer wieder in Gesprächen mit den Verantwortlichen des Tierheimes dazu beizutragen, dass sich die Situation positiver darstellt und entwickeln kann. Des Weiteren bin ich nochmals gebeten worden von Herrn Schmelzer, Ihnen einen Termin mitzuteilen, den Sie sich bitte aufschreiben möchten. Herr Schmelzer, also das ist der Modellator des Stadtmodells, bittet darum oder bietet doch nochmals an, für den 27. Mai 18 Uhr
sich das Modell anzuschauen und nochmal darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, dieses schöne Modell in der Stadt zu belassen. Darüber hinaus möchte ich Sie noch von einer Sache in Kenntnis setzen, die uns beim letzten Mal ein bisschen verunsichert hat und für Aufregung und Ärgernis auch gesorgt hat. Ich meine hier insbesondere die Angelegenheit der beiden ehrenamtlichen Ortsbürgermeister von Klosterneuendorf und Helmstedt-Lüffingen. Das ist eine Situation, die ich damals zwar schon angerissen habe, aber ich will das nochmal klarstellen für die anderen ehrenamtlichen Bürgermeister, die es gibt. Ja, weil wir in der Zwischenzeit ja auch mehrfach gefragt wurden, wie ist es denn nun mit mir oder mit mir oder mit mir? Ich verlese Ihnen. In den ehemaligen Gemeinden Zichtau, Jeseritz, Wannefeld und Wiebke, die auf der Grundlage von Gebietsänderungsverträgen am 01.01.2010 in die Hansestadt Gardelegen eingemeindet wurden, also nach der Kommunalwahl am 7. Juni 2009, beziehungsweise wo keine Wahl in die neue Struktur zum 01.07.2009 stattfand, beginnt die erste Wahlperiode des Ortschaftsrates am 1. Juli 2014 und endet am 30. Juni 2019. Diese gewählten Bürgermeister, die als Ortsbürgermeister übergeleitet wurden, können ihre 7-jährige Amtszeit vollenden, weil die ja unterschiedlich zum Teil begonnen haben. Also die können die 7 Jahre voll machen und sind danach nach derzeitiger Rechtslage gemäß § 58 Absatz 1 b Satz 9 GOLSA zusätzliches Mitglied des Ortschaftsrates bis zum Ende der Wahlperiode am 30.06.2019. Das Gleiche trifft für die übrigen Ortsbürgermeister zu, die als Bürgermeister gewählt, als Ortsbürgermeister übergeleitet und noch nicht aus der Mitte des Ortschaftsrates gemäß § 85 Absatz 1 KVGLSA gewählt wurden. Eingemeindung, das sind also die, die am 01.01.2011 eingemeindet worden sind. Auch sie können ihre 7-jährige Amtszeit vollenden und sind danach zusätzliches Mitglied des Ortschaftsrates bis zum Ende der Wahlperiode am 30.06.2019. Aus der Mitte des Ortschaftsrates ist dann auf der Grundlage des Paragraphen 85 Absatz 1 KVGLSA ein Ortsbürgermeister zu wählen. Die Neuwahl zum Ortsbürgermeister kann sich auch der Neuwahl kann sich auch der bisherige Amtsinhaber stellen. In Helmstedt und Klosterneuendorf fand zum 01.07.2009 eine Wahl in die neue Struktur statt. Deshalb waren diese beiden Ortschaften eben ein Sonderfall und waren demzufolge auch gesondert zu behandeln. Ich hoffe, dass ich mit diesem Schreiben, wenn es gewünscht wird, können Sie das auch noch mal gesondert zugestellt bekommen. Ausgehend von dem hier geschilderten und dem Beschluss des Ortschaftsrates in Helmstedt geschlossen zurückzutreten, hat die Kommunalaufsicht verfügt, dass in Helmstedt am Sonntag, dem 7. Juni 2015, eine Ergänzungswahl stattfinden wird. Die Vorbereitungen dazu laufen. Und schließlich möchte ich hier auf eine Anfrage der Stadträtin Göbel antworten, ob denn der ländliche Weg ehemals oder immer noch zwischen Helmstedt-Lüffingen, also zwischen Lüffingen und Berge für den Busverkehr genutzt werden kann. Klare Aussicht, ja. Es müssten allerdings 2 Ausweichbuch nachgerüstet werden. Die Frage lautete, dürfte nicht? Ja, es darf. Ich bedanke mich bei Herrn Bürgermeister Fuchs für seine Ausführungen. Wir schließen den Tagesordnungspunkt 4, kommt zum Tagesordnungspunkt 5, Durchführung der Einwohnerfragestunde. Meine Damen und Herren, ich öffne hiermit die Einwohnerfragestunde. Ich stelle fest, es gibt keine Einwohnerfragen. Damit beenden wir den Tagesordnungspunkt und die Einwohnerfragestunde und kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters. Jetzt schließen wir diesen Tagesordnungspunkt und kommen zum Tagesordnungspunkt 9,
Schulentwicklungsplanung ab 2015-16. Die Vorlage trägt die Nummer 57.5 aus 15. Zu dieser Beschlussvorlage liegt Ihnen ein Korrekturblatt vor. Es wurde Ihnen in Vorbereitung der 5. Sitzung des Stadtrates am 2.2.2015 übergeben. Meine Damen und Herren, mit Schreiben vom 12.02.2015 hat der Bürgermeister der Hansestadt Gardelingen, Herr Bürgermeister Fuchs, gegen den Beschluss des Stadtrates, Vorlage 57.5 aus 15, Schulentwicklungsplanung Widerspruch eingelegt und mir am gleichen Tage zugestellt. Der Widerspruch wurde fristgerecht schriftlich eingelegt und begründet. Er liegt Ihnen, meine Damen und Herren, schriftlich vor. Durch den Stadtrat ist über die Beschlussvorlage Schulentwicklungsplanung ab 2015-16, Vorlage 57.5 aus 15, heute erneut zu beraten und zu beschließen. Der Stadtrat stimmt in seiner 5. Sitzung am 2.2.2015 bereits dem Antrag der CDU-Fraktion vom 16.01.2015 mehrheitlich zu, den Punkt 3 der Beschlussvorlage zu streichen. Abzustimmen ist heute demzufolge über die Punkte 1, 2 und 4 des Beschlussvorschlages, der Beschlussvorlage 57.5 aus 15 mit der Änderung, siehe Korrekturblatt. Zur heutigen Sitzung wurden Ihnen zwei Anträge der gemischten Fraktion vom 7.03.2015 zugeleitet. Ja. Gibt es Ihrerseits Anfragen zum Widerspruch bzw. zur Beschlussvorlage 57.5 aus 15? Herr Macht, bitte. Meine entscheidende Frage wäre, auch in der Begründung, der Bürgermeister hat es ja begründet, aus meiner Sicht heraus jedoch haben wir auch bereits mehrheitlich uns für den Erhalt der Grundschule Erstedt entschieden und im Nachhinein haben wir es versäumt, die Einzugsbereiche zu ändern. Aus meiner Sicht heraus, warum sind die folgenden Entscheide nicht widerspruchsfähig? Also die ablehnenden Beschlüsse zur Änderung der Schuleinzugsbereiche. Warum ist lediglich diese eine Beschlussvorlage widersprochen worden, was für mich natürlich eine ganz klare Richtungsdeutung. Ja, Herr Bürgermeister Fuchs will Ihnen gleich darauf antworten, Herr Macht. Also ich habe es eigentlich vorhin schon angedeutet. Ich kann widersprechen, wenn ich Beschlüsse für nicht sinnvoll halte. Ich muss aber widersprechen, wenn wir eine Beschlussvorlage haben, die der Gesetzlichkeit widersprechen. Wir haben hier lange Zeit und mehrfach darüber gesprochen, wie wir genug Kinder nach Eschstedt organisiert kriegen. Weil mit dem jetzigen und bestehenden Einzugsbereich kriegen wir die erforderlichen Schülerzahlen für die Schuleingangsklassen 13 und für den dauerhaften Betrieb 52 eben nicht organisiert. Zumindest kurzfristig nicht. Sodass wir also die Möglichkeit hatten, und das haben wir doch lang und breit gemacht, über die Veränderung von Einzugsbereichen zu reden und eben Schüler zu organisieren nach Eschstedt. Der Stadtrat war hier mehrheitlich, und zwar mit deutlichen Mehrheiten, nicht bereit, die Schuleinzugsbereiche zu ändern. Folglich gab es als Alternative nur den Beschluss, die Schule zu schließen. Auch dazu war der Stadtrat nicht bereit. Damit haben wir also eine Situation, eine rechtliche Situation, die der Gesetzlichkeit widerspricht. Und da habe ich ganz einfach zu widersprechen und muss sagen, so geht es nicht. Nun haben wir heute und hier die Möglichkeit, entweder zu sagen, wir bleiben dabei, Eschstedt muss bleiben, dann entscheiden andere, die Kommunalaufsicht, oder aber wir nehmen von unserem kommunalen Mitbestimmungsrecht Gebrauch und ziehen die notwendige Konsequenz. Dass das keiner gerne macht, das will mir doch wohl einleuchten. Glauben Sie, mir macht das Spaß. Ich sage jetzt mal mir auf meinen letzten Metern. Ja, aber welche Alternative gibt es denn, wenn wir denn die Gesetzlichkeit einhalten wollen? Und es ist auch Ihre Pflicht, Gesetze einzuhalten. So ist die Situation. Wir haben sie uns letztendlich selbst zuzuschreiben. Seit 2 Jahren beschäftigen wir uns mit dieser Thematik. Ich denke, wir sind es ganz einfach auch den Eltern schuldig, ja, Klarheiten zu schaffen. Und zwar eine Klarheit, die eine Zukunft hat, eine Perspektive. Nicht wieder nur kurzfristig aus der Not heraus
irgendeine Möglichkeit, hier aus dem Hut zu zaubern, Erwartungen zu wecken, die wir auf Dauer doch nicht halten können. So ist die Situation, meine Damen und Herren. Ich kann es da auch nicht ändern. Meine Aufgabe der Kindermachung ist Geschichte. Was macht der Bürgermeister? Kinder? Gut. Okay, also, Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Gibt's Frau Lessing, bitte. Die Antwort haben wir gehört, war aber nicht die Antwort auf die Frage, die Herr Macht gestellt hat. Unsere Frage wäre die gewesen, warum dann nur der Widerspruch gegen den 57er und nicht gegen 58, 59? Oder 54, 55. Ja, ich kann nur die Gesamtlage hernehmen. Ja. Sie, meine Damen und Herren, waren nicht bereit, die Schuleinzugsbereiche zu ändern. Das habe ich zu akzeptieren. Ich kann Ihnen das doch nicht vorwerfen. Also das nicht. Wir haben 2 Jahre damit verbracht, darüber nachzudenken, wie kriegen wir das organisiert. Und es war mit einer deutlichen Mehrheit nicht die Bereitschaft im Stadtrat, Kinder zu organisieren nach Eschstedt. Also habe ich davon auszugehen, dass die logische Konsequenz wäre, Eschstedt zu schließen. Welche andere Alternative gibt es denn? Es gibt keine. Aus der rechtlichen Grundlage heraus. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Gibt es weitere? Frau Müller? Ja, sehr geehrte Anwesende, ich habe lange auch noch mit mir gerungen, jetzt hier auch zu dem Thema noch mal inhaltlich was zu sagen und fühle mich da aber jetzt doch verpflichtet. Also jeder, der das Ganze mitverfolgt hat, und da gebe ich Herrn Fuchs recht, wir beschäftigen uns sehr lange mit dem Thema, haben das Thema von allen Seiten beleuchtet und also in der Stadtratssitzung am 2. war es, muss jedem Stadtrat klar gewesen sein, wenn er für den Erhalt der Eschstedter Grundschule schließt, dass er sich dann in logischer Konsequenz für eine Veränderung der Schuleinzugsbereiche entscheiden muss. Ansonsten ist das nicht mehr hier in unserer Entscheidungsgewalt. Und das war mir in der letzten Stadtratssitzung schon mehr als unangenehm. Und ich habe so ein bisschen Sorge auch, dass wir über diese ganze Diskussion, wo kriegen wir jetzt eventuell noch ein Kind her, wie können wir es jetzt noch machen, einfach die, um die es geht, aus dem Blick verlieren. Und ich hatte heute auch noch mal ein Gespräch und ich kann einfach nur noch mal wieder sagen, das, was ein Kind verlässlich braucht, damit es sich gut entwickeln kann, das ist eine Bindung, das kennt es aus dem Mutterleib, und wachsen dürfen, auch das kennt es aus dem Mutterleib. Und was passiert jetzt mit den Kindern, die fragen, in welche Schule komme ich denn, wie wird das denn? Die verpassen jetzt die ersten Treffen schon, wo sich die Klassen schulvorbereitend zusammenfinden, wo sie sich kennenlernen und. Das ist alles so, also da könnte ich jetzt hier einen halbstündigen Vortrag halten, das möchte ich nicht. Ich denke, danke. Am 2. ist die Entscheidung, ja, bitte, Herr Neubüßer, ist die Entscheidung so gefallen, und das ist jetzt diese Konsequenz. Und wenn heute sich wieder dafür entschieden wird, den Schulstandort zu erhalten, dann ist es einfach nicht mehr unsere Entscheidung. Und das finde ich bedauerlich. Dankeschön, Frau Müller. Frau Gericke, Sie hatten sich noch gemeldet. Wir haben hier lange über Schuleinzugsbereiche gesprochen und haben überlegt, aus welcher Ecke wir Kinder kriegen, um Eschstedt aufrechtzuerhalten. Ich frage mich, wo sind die Leute aus dem Eschstedter Bereich? Wenn ich heute auf der Tischvorlage lese, es gehen wieder 2 zur evangelischen Schule, sollten die nicht Farbe bekennen und ihre Kinder in ihrem Ort einschulen? Wir reden uns hier die Köpfe heiß, aber ich werde mich heute doch für den Erhalt der Schule aussprechen. Die ganzen Wahlprogramme, die ganzen Aktionen zur Landratswahl, zur Bürgermeisterwahl. Es hieß, wir wollen, dass junge Leute ansässig werden. Ich wüsste nicht, seit wann hier im Stadtrat mal wieder ein Bauantrag aus der Region Zichtau-Eschstedt, dass dort junge Leute sich niederlassen wollten, auf dem Tisch lag. Und wenn wir junge Leute hier haben wollen, dann denke ich, brauchen wir Kitas, einen Arzt und eine Schule vor Ort. Und ich denke mal, die Eschstedter sollten noch mal in sich kehren. Ich weiß nicht, wenn die Eschstedter jetzt wirklich
ob es dann reicht. Danke, Frau Gericke. Gibt es weitere Anfragen zum Widerspruch bzw. zu der Beschlussvorlage? Herr Finger, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte einfach nochmal auf den Antrag der gemischten Fraktion verweisen, denn dort ist ja ein Vorschlag der Einzugsbereiche gemacht worden, der ja bisher noch nicht auf dem Tisch lag. Und ich denke, wir sagen zwar, wir haben über alles gesprochen, aber über diesen Einzugsbereich, über diesen Vorschlag ist noch nicht gesprochen worden. Ich denke, das sollte man auch tun. Und man sollte auch diesen Antrag zur Beschlussfassung hier zulassen. Gut, Herr Finger, dann habe ich da habe ich mich in der Fraktion vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also noch einmal, die Anträge beziehen sich auf die 54-55, die beschlossen worden sind und frühestens im halben Jahr, also beziehungsweise nach 5 Monaten, wieder auf die Agenda, auf die Tagesordnung gesetzt werden könnten. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass wir das hier nicht wollen. Ja, diese Anträge beziehen sich darauf, die wurden vom Stadtrat abgelehnt und sind damit nicht wieder zustimmungspflichtig. Es mag andere Sichtweisen geben, die respektieren wir, aber geht nicht. Herr Kapanke. Ja, wie gesagt, ich teile die Meinung auch nicht. Also wie gesagt, wir haben auf der Stadtratssitzung am 2. Februar 4 Beschlüsse vorzuliegen gehabt, über die wir abgestimmt haben und der Tagesordnung Schulentwicklungsplan. Da stand nicht definitiv Änderung der Einzugsbereiche oder sonst, das waren 4 Beschlussvorlagen, die uns vorlagen. Punkt 1. Punkt 2, heute steht wieder Schulentwicklungsplanung mit im Prinzip dem Punkt des Widerspruchs des Bürgermeisters zu der einen speziellen Beschlussvorlage. Was ich im Prinzip akzeptiere, da es letztes Mal taktisch sehr unklug gelaufen ist. Wir hätten den Antrag der Linken ablehnen sollen, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Man kann nicht über den Erhalt der Schule beschließen und dann im Nachhinein, wie es machen will. Aber das ist erstmal Geschichte. Ich vertrete den Standpunkt, dass heute eine erneute andere, die nicht den Grundlagen der Geschäftsordnung widerspricht, da diese Beschlussvorlage hier noch nie auf dem Tisch lag, also kann sie zur Abstimmung gebracht werden, meines Erachtens nach, da sie nicht identisch ist mit denen, die schon mal zur Abstimmung standen. Und meines Erachtens nach, wie Herr Finger das auch betont hatte, muss über diesen Antrag wenigstens abgestimmt werden und das vor der Beschlussvorlage, die wir heute behandeln wollen. Weil alles andere macht meines Erachtens nach keinen Sinn. Ansonsten müsst ihr irgendwo, dass sie prüft werden, ob wir uns hier richtig verhalten. Aber ich denke mal, dass diese Beschlussfrage noch nicht behandelt wurde, also nicht gegen die Grundsätze der Geschäftsordnung widerspricht. Gut, also dahingehend muss ich korrigieren, genau das wollten wir vermeiden. Wir haben das ja für euch prüfen lassen. Wir setzen uns ja hier nicht hin und hauen irgendwas drauf. Aber Frau Göbel, Sie wollten noch was dazu sagen. Aber nur zum Widerspruch oder zur Beschlussvorlage, ja? Also ich bitte. Nein, das ist ein Hinweis. Also Frau Göbel, ganz vorsichtig. Das wird außerhalb des Protokolls geschrieben. Ich drohe keinem Menschen. Entschuldige, das ist richtig. Ja. Das war ein Hinweis, weil wir nicht wieder ausufernde Diskussionen sitzen. Wir sitzen hier in der Öffentlichkeit und haben, in dem sitze ich vor dem Sie gestatten, dass ich meine Ausführung beende, sitze dem Stadtrat vor. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich auch als Stadtrat so wahrgenommen werden. Und darum möchte ich bloß darum bitten, dass wir bei diesen Punkten bleiben. Bitte schön. Ich hatte vor, eigentlich heute gar nichts mehr zu sagen, denn alles, was zu sagen war, hatte ich schon gesagt. Ich möchte aber noch trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass die Beschlussvorlagen, die in der letzten Beratung falsche Zahlen auch beinhalten. Das heißt, es wurden über 100 Kinder beordert, nach Eschstedt zu fahren. Also ich hatte geschrieben, welche gesetzliche Möglichkeit es existiert, die Schulbereiche einzustellen. Und darauf wollte ich nochmal verweisen. Es sind in den nächsten Jahren wieder steigende Zahlen vorhanden. In den Beschlussvorlagen wird es abgestritten. Und aus diesem Grunde sollten wir überlegen, ob es jetzt erforderlich oder besser wäre, 4 Schüler oder 5 Schüler nach Eschstedt fahren zu lassen oder aber bis zu 60 Schülern dann nach Gardelegen fahren zu lassen. 60 Schüler sind es dann nämlich tatsächlich 2021 und da sollen die Relationen gefasst werden. Das okay, danke Frau Böbel. Herr Bürgermeister, ich möchte noch ein paar Ausführungen da ergänzen und dann gehen wir mal weiter. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Die Beschlussvorlage 54.5 beinhaltete unter anderem die Erweiterung um die Ortschaften Hemstedt, Beteritz und Breitenfeld. Der Punkt 3 des Beschlussvorlages zur Stärkung des Schulstandortes Jevenitz wird der Einzugsbereich des Schulstandortes Jevenitz erweitert um den Bereich an den Kellerbergen, wurde aufgrund des CDU-Antrages gestrichen.
ziemlich eindeutig, 33 Ja, eine Nein. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 2.2. die Beschlussvorlage 54.5 und 55.5 beraten und beide Beschlussvorlagen abgelehnt. Im Zuge dieser Beratung hätten Sie die Möglichkeit gehabt, andere Varianten, nämlich auch die, die jetzt auf den Tisch gebracht wurden von Ihnen, zur Beratung zu bringen. Da hätte es doch hingehört. Die Anträge der gemischten Fraktionen passen inhaltlich nicht zur Beschlussvorlage 57.5, da der Stadtrat die Beschlussvorlage 54.5 in seiner Sitzung am 2.2. bereits abgelehnt hat. Unter anderem Erweiterung um die Ortschaften Hemstedt, Weteritz und Breitenfeld. Diese Ortschaften sind jedoch Bestandteil der Anträge der gemischten Fraktion. Über die Beschlussvorlagen 54.5 und 55.5 darf frühestens gemäß § 53 Absatz 5 Satz 4 KVG LSA nach 6 Monaten wieder beraten werden. Sie dürfen in der Sitzung des Stadtrates am heutigen Tag nicht wieder aufgegriffen. Mit der Beratung und Abstimmung über die Anträge der gemischten Fraktion würde das jedoch geschehen, da Hemstedt, Löffing und Breitenfeld Bestandteil der Beschlussvorlage 54.5 waren. Der Bereich an den Kellerbergen wurde aus der Beschlussvorlage gestrichen. Hier haben wir eine ganz klare Beschlussvorlage. Die gemischte Fraktion stellte zur 5. Sitzung des Stadtrates am 2.2. einen fast identischen Antrag. Diesen lehnte der Stadtrat mit 13 Ja und 18 Nein Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. Die Anträge der gemischten Fraktion beinhalten die Zuordnung von Ortsteilen, die der Stadtrat bereits abgelehnt hat, sind also inhaltlich nichts Neues. Also nochmal, was hier vorliegt, ist im Wesentlichen von Ihnen in der letzten Sitzung abgelehnt worden. Das habe ich akzeptiert, das hatte ich zu akzeptieren. Demzufolge hatte ich keine Veranlassung, gegen die Beschlüsse Widerspruch zu gehen, sondern musste in der Konsequenz Widerspruch einlegen gegen den Beschluss 57. Und demzufolge kann nur dieser Beschluss 57 heute Gegenstand der Beratung und der Beschlussfassung sein. Alles andere wäre wiederum gesetzlich anzufechten. Und ich finde, wir haben uns genug mit dem Thema beschäftigt. Wir müssen langsam entscheiden. Ansonsten schieben wir die Verantwortung von uns weg und dann muss die Kommunalaufsicht. Gut, ich denke, alle Argumente sind ausgetauscht, alle Gesichtspunkte. Herr Macht, bitte. Ich sehe es, wir haben ja nun die rechtliche Lage jetzt eindeutig geklärt bekommen. Ich sehe es aber als legitim zu verlangen, wenn in vollständiger Konsequenz der Bürgermeister auch gegen die Beschlüsse 54 und 55, weil das Zusammenwirken mit dem Beschluss 57 nicht rechtskonform ist, auch gegen diese Beschlüsse den Widerspruch einlegt. Und zum Beschluss hier nochmal 57, ich bleibe natürlich bei meiner Forderung oder meinem Wunsch auf namentliche Abstimmung. Ja, da können wir gleich drüber abstimmen. Tja, Herr Bürgermeister, Frage. Ich habe darauf geantwortet. Richtig. Ich denke mal, auch die Beschlüsse sind. Dann hat er den Frist gerecht, der ist ja nicht eingegangen, heute kann er wenig mehr. Ich denke mal, es ist alles ausgetauscht, wir haben uns hier dieses Blatt, die Kollegen haben das also auch vorbereitet, bis zum Schluss aufgehoben, der Bürgermeister hat es jetzt nochmal erläutert. Ich denke mal, lassen wir zunächst darüber abstimmen, wer damit einverstanden ist, dass wir diesen Beschluss auch wieder in namentlicher Abstimmung vornehmen, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Gut. Okay, dann schreiten wir zur Abstimmung. Ja, wir stimmen erneut über die Beschlussvorlage 57.5.15, nur über die Punkte 1 und 2 und 4. Ja, ich lese das nochmal kurz vor. Der Stadtrat der Hansestadt Garling stimmt dem Entwurf der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung des Altmarkkreises Salzwedel für die Grundschulen im Gebiet der Hansestadt Garling mit folgenden Änderungen zu. Erstens, der Grundschulstandort Eschstedt wird zum Schuljahr 2015-16 aufgegeben. Zweitens, der bisherige Einzugsbereich der Grundschule Eschstedt wird der Otto-Reuter-Schule zugeordnet und viertens die weitere Beschulung der bis zu diesem Zeitpunkt eingeschulten Kinder der Ortsteile in der jeweiligen Grundschule bis zum Ende ihrer Grundschulzeit. Wer mit dem von mir verlesenen Beschluss einverstanden ist, dann wird namentlich aufgerufen, antwortet mit Ja oder Nein. Herr Bürgermeister? Ja. Ja. Ich bin auch dafür, ja. Herr Kapanke? Ja.
Herr Brentner? Ja. Herr Dutz? Nein. Herr Fese? Nein. Herr Finger? Nein. Herr Gebur? Herr Genz? Frau Gericke? Herr Glatz? Nein. Frau Göbel? Herr Grote? Nein. Herr Habke? Frau Hietl? Ja. Herr Heutschig? Ja. Herr Höppner? Nein. Herr Kuke? Ja. Herr Kutz? Ja. Frau Lessing? Nein. Herr Macht? Nein. Frau Müller? Ja. Herr Rötz? Ja. Herr Schäffler? Ja. Herr Seiler? Ja. Frau Stadi? Nein. Herr Stegert? Ja. Herr Tendler? Nein. Herr Thürer? Nein. Frau von Beer? Nein. Herr Wichmann? Ja. Herr Wienecke? Nein. Frau Winkelmann? Ja. Herr Wolf? Ja. Gut, meine Damen und Herren, das ist die Ironie des Schicksals. Ja. Es gibt ein paar 17 Ja, 17 Nein Stimmen, damit ist der Antrag. Beschluss. Der Beschluss abgelehnt. Gut, so, wir fahren in der Tagesordnung fort, kommen zum Tagesordnungspunkt 10, vorgezogener Beschluss zur Beschaffung eines Hilfelöschfahrzeuges für die Ortswehr Gabeling im Jahr 2015. Die Vorlage trägt die Nummer 62/6/15. Auch hier bitte ich zunächst Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Ausführung. Ja, meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender, die Beschlussvorlage war bereits Gegenstand der Beratung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Hier gab es einhellige Zustimmung mit 9-mal Ja. Im Hauptausschuss gab es Zustimmung mit 7-mal Ja bei 3 Nein-Stimmen. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Gibt es Ihrerseits Anfragen zu der Beschlussvorlage? Herr Wichmann, bitte. Egal, welche Einstellung ich jetzt zu diesem Beschluss habe, habe ich erst eine Frage. Gibt es Fördermittel für diesen, für dieses Feuerwehrzug? Das ist die eine Frage. Kann man die mit Ja und Nein beantworten? Sind da Fördermittel beantragt worden? Nein, dafür wird es auch keine geben. Okay. Meine persönliche Meinung ist, ich werde diesen Beschluss ablehnen. Das habe ich im Hauptausschuss auch schon bekannt gegeben. Es geht nicht um das Feuerwehrfahrzeug, sondern es geht um die Summe, um den Vorgriff des Haushaltes für diesen Jahres. Dankeschön, Herr Wichmann. Gibt es weitere Anfragen zur Beschlussvorlage? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um das Handzeichen, wenn Sie der Beschlussvorlage 62/6/15 zustimmen. Angenommen, ja. Gut, angenommen. Gut, danke schön. Der Stadtrat der Hansestadt Garling beschließt mit Stimmenmehrheit die Beschaffung eines HLF-Kosten laut Investitionsplan 340.000 Euro aus Eigenmitteln. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11. 16 Verpflichtungsermächtigung zur Absicherung der beantragten Investition. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ortsteil Mieste. Die Vorlage trägt die Nummer 63/6/15. Auch hier bitte ich zunächst Herrn Bürgermeister Fuchs um seine Ausführungen. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Sie kennen das Thema auch zur Genüge. Ich denke, ich brauche das nicht vom Urschleim her hier wieder vorzubeten. Worum es jetzt hier geht, wir haben die Unterlagen für die ordnungsgemäße Beantragung beim Innenministerium fertig. Das Einzige, was uns eben fehlt, ist die kommunalrechtliche Stellungnahme, also das kommunalrechtliche Okay für diese Maßnahme. Das wird aber eben erst erteilt und kann auch erst erteilt werden, wenn wir selbst für uns die Finanzierung geklärt haben. Das heißt, wir müssen heute hier beschließen, wenn wir das Feuerwehrgerätehaus in Mieste neu bauen wollen, so wie wir es ja beschlossen haben, dass wir eine Verpflichtungsermächtigung beschließen, damit die Kommunalaufsicht diese Maßnahme positiv weiterempfehlen kann und damit wir dann die avisierten Fördermittel vom Land auch bekommen können. Das brauchen wir für die Antragstellung. Das ist uns aber erst bekannt. Das Schreiben ist beim Kreis rausgegangen am 10. März, sodass Sie Verständnis dafür haben müssen, dass wir diese Vorlage nicht über die Ausschüsse, die Zuständigen haben, reichen können, sondern hier kurzfristig nachschieben müssen. Ich denke, das dürfte an sich auch nicht das Problem sein, weil wir uns ja einig sind, dass wir erstens Mieste bauen wollen und bauen müssen. Feuerwehrgerätehaus, wir haben das im langfristigen Finanzplan ja auch aufgedröselt. Die avisierten 350.000 Euro Fördermittel vom Innenminister dann auch in Anspruch zu nehmen, indem wir pflichtgemäß und ordnungsgemäß die Antragsunterlagen persönlich abgeben werden, noch in diesem Monat. Dankeschön. Dankeschön, Herr Bürgermeister Fuchs. Meine Damen und Herren, gibt es Ihrerseits Anfragen zur Beschlussvorlage 63/6/15? Frau Lessing, bitte. Ja, bitte, machen Sie erst. Ja, es waren Bruchteile von Sekunden.
Ohne meinen Blick. Ich weiß nicht, damals. So, zu der Geschichte hier. Wir haben vom Bürgermeister eben noch mal eine eindeutige Aussage gehört. Und wir wissen auch alle, dass wir uns dazu verständigt haben, dieses Gerätehaus dort entsprechend auch zu bauen. Für mich sind hier zwei Sachen noch mal, die sich ja für mich ein bisschen als widersprüchlich ergeben. Und zwar das Schreiben vom Landkreis ist zwar vom 10. März, aber das, eigentlich haben wir da schon mal wieder eine deutliche Ansage vom Landkreis. Und ist ja hier mit Nachdruck nochmal darauf hingewiesen worden, dass wir hätten schon zum Ende des Jahres 2014 diese entsprechende diese Verpflichtungsermächtigung schon auf dem Tisch haben müssen, damit sie für das Haushaltsjahr 2015 dann auch wirksam wird. Also das ist hier nicht so geschmeidig, wie der Bürgermeister das dargestellt hat, sondern es ist schon ein bisschen mit Nachdruck hier nochmal darauf hingewiesen worden, dass wir da schon wieder sehr spät sind mit unserer Entscheidung und dass die heute auf jeden Fall hier über den Tisch gehen muss, damit wir das auch dann entsprechend in die Planung für 15 und 16 reingehen können. Meine Frage wäre, wir haben in der letzten Sitzung uns verständigt, da hatte der Bürgermeister gesagt, dass in der Beratung in Mieste Herr Stahlknecht in Aussicht gestellt hat, 350.000 Förderung für das Feuerwehrgerätehaus. Jetzt hier in der Begründung zur Beschlussvorlage sind es nicht 350.000, sondern 408.000 Fördermittel. Die Diskrepanz kann ich mir nicht so ganz erklären. Meine zweite Frage wäre, ist diese 1,4 Millionen, ist das jetzt die von den Stadträten gefordert abgespeckte Variante zu dem Feuerwehrgerätehaus schon oder ist das noch die ursprüngliche, die wir im Prinzip in der ersten Phase haben oder in der Phase, wo wir gesagt haben, wir gehen in die Planung auf den Tisch hat. Danke, Frau Lettin. Ich würde den Stadtwehrleiter bitten. Ja, meine Damen und Herren, fangen wir von hinten an. Es ist eine überarbeitete, abgespeckte Version, diese 1,496 Millionen. Die 408.000 Euro Fördermittel sind jetzt so entstanden, dass wir zusätzliche Fördermittel noch gefunden haben, die wir abrufen können. Lassen wir die Stadtwehrleitung mal aussprechen. Und somit sind es jetzt nicht 350, die 350.000 waren vom Herrn Minister nicht in Aussicht gestellt worden, sondern es wurde gesagt, dass die 350.000 bereit liegen. Ja, und wir haben jetzt fristgemäß, ja, wir haben das jetzt noch untermauert mit zusätzlichen, was uns zusteht, 15.000 Euro für Außenanlagen und 3.000 Euro für den Schulungsraum. Ja, gut, danke schön, Herr Rasch. Herr Bürgermeister Fuchs möchte noch ein paar Sätze. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist legitim, dass wir das Maximum beantragen, was gefördert werden kann. Und dazu stehen eben pro Stellplatz so und so viel, pro Jugendwehr so und so viel, für Außenanlagen so und so viel. Und daraus, aus dieser Berechnung, ergeben sich halt die 408.000. Ich denke, wir wären nicht gut beraten damit, wenn wir weniger beantragen, sondern wir sollten all das beantragen, wofür es Förderung gibt. Und das ist Bestandteil dieses Antrags, also die 408.000. Was wir dann kriegen, werden wir ja sehen. Das ist das eine. Zum Zweiten, was die Kosten betrifft, ich muss ganz einfach darauf hinweisen, dass in den letzten 2-3 Jahren die Kosten für Bauen gestiegen sind. Wir haben einen Preisindex, der bewegt sich in erheblicher Höhe. Und Fakt ist ganz einfach auch, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die HOAI, also die Verdingungsordnung für Ingenieure, um 20% per Gesetz angehoben wurde, sodass wir ganz einfach nicht mehr die Preise von vor 2 Jahren mit denen vergleichen können, die heute gültig sind. Das sind Dinge, die uns täglich das Leben schwer machen, weil ja das Geld nicht reichlicher wird, sondern es wird im Gegenteil knapper. Und ich möchte Sie ganz einfach bitten, dieser Beschlussvorlage die Zustimmung zu erteilen. Damit haben wir doch nicht begonnen zu bauen, sondern damit schaffen wir lediglich die Grundlage dafür, dass wir unseren Fördermittelantrag frist- und formgerecht einreichen. Und nur dann besteht die Hoffnung, Fördermittel zu bekommen. Nur darum geht es. Also wohlgemerkt, wir beginnen dieses Jahr und ja auch nächstes Jahr nicht gleich mit Bauen.
sondern es geht ganz einfach darum, hier Fördermittel in höchstmöglicher Größe zu akquirieren. Danke. Dankeschön, Bürgermeister Fuchs. Gibt es weitere Anfragen zu der Beschlussvorlage 73.6 aus 15? Frau Winkelmann, Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, Fördermittel in Höhe von 408.000 Euro. Im Schreiben beziehen die sich auf 408.500. Das ist nicht richtig. Und dann stehen hier nochmal Fördermittel 390.000. Erste Seite des Schreibens vom Altmarktpreis. Also alles ein bisschen durcheinander. Beantragte Fördermittel belaufen sich auf 390.000, steht da. Ja, alles richtig. Das waren die Unterlagen, die ersten, die wir zur Prüfung abgegeben haben. So, und dann haben wir im Nachhinein diese 15.000 und 3.000 Euro noch. Also 408. Sind 408, ne? Ja, 408.000 ist die Summe, so wie es auch im Fördermittel erfragt wird. Für drei, vier Stellplätze, dürfen wir das erfahren? Für fünf Stellplätze. Für fünf. Okay, danke. Herr Krapanke, bitte. Danke, Frau Winkelmann. Ja, eine konkrete Frage habe ich bloß, weil ich mich an dem Begriff Verpflichtungsermächtigung ein bisschen störe und die komplette Bausumme, also die 1,5 Millionen da drin stehen. Und ich bitte meine Frage bloß einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Verpflichtet uns dieser Beschluss heute, wenn wir den fassen und die Fördermittel versagt werden oder wie auch immer, dazu, dass wir denn das Gerätehaus aus der eigenen Tasche voll bezahlen müssen oder können wir dann diesen im Prinzip noch canceln? Einfach bloß Ja oder Nein? Nein. Gut, danke. Gut, danke schön, Herr Krapanke. Gibt es weitere Anfragen zur Beschlussvorlage? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Herr Wichmann, bitte. Wenn ich so, ich habe ja Peter nun verfolgt, dieselbe Gedanken hatte ich ja auch mit der, was passiert, aber wir verpflichten uns doch jetzt aber definitiv nur für diese 1,0, ne? 1,088. Wenn das Geld nicht reicht, müssen wir definitiv aus dem Jahr 17 aus dem Haushalt dann wieder was rausnehmen, damit wir es fertigstellen. Oder wir bauen es nicht. Genau. Das Fall, dann stelle ich den Beschluss zur Abstimmung. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Beschlussvorlage 73.6 aus 15 Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja. Dankeschön. Der Stadtrat der Hansestadt Garling beschließt mit Stimmen mehr die Verpflichtungsermächtigung für den Haushalt 2015 in Höhe von 1.496.000 Euro zur Absicherung der Finanzierung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Mieste. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17, Anfragen und Anregungen. Meine Damen und Herren, liegen Ihrerseits Anfragen und Anregungen im öffentlichen Teil vor. Herr Krapanke. Ja, ich habe noch eine Anfrage zu Grundstückssachen. Ihr hört ja sonst eigentlich in den nicht öffentlichen Teil, aber ich möchte, weil es eigentlich die Bürger betrifft, hier im öffentlichen Teil die Frage stellen. Und zwar ist mir jetzt zu Ohren gekommen, dass ein Friedhof zum Beispiel, und das ist für mich eigentlich eine gravierende Umfeldveränderung für die Bürger, ein Eigentumswechsel vollzogen wird und der Notartermin jetzt voransteht. Und das sorgt natürlich bei den Bürgern, bei den betroffenen Bürgern für erhebliche Aufregung. Kann ich denn überhaupt noch in dem Ort auf dem Friedhof bestattet werden? Welche Modalitäten hängen denn an diesem Grundstückswechsel? Und ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass das im Rahmen der Stadtverwaltung hier durchgeführt wird, ohne die betroffenen Bürger darüber zu informieren. Wir schreiben hier so viel Papier hier voll und ich muss bald, ich sag mal, sonst was machen und da weiß keiner darüber Bescheid, dass sowas hier in der Stadtverwaltung vollzogen wird. Das sind ab dem Tag, wenn der Notartermin ist, dann ja neue Ansprechpartner da. Also wenn ich denn betroffen bin, muss ich ja meine Grabstelle bei jemandem anders. Da muss ich mich drüber informieren, welches Satzungshoheitsrecht er denn hat, was kostet die Grabstelle und. Also so eine Sachen, wenn die hier passieren, muss man einfach verlangen, dass die hier, ich sag mal, die Bürger darüber informiert werden. Das betrifft sich ganz konkret um den Friedhof in Paleip und da ist mir zu Ohren gekommen, dass dort jetzt der Notartermin ansteht und der Eigentumswechsel des Dublierten, das war ja so lange mal eine geteilte Fläche, also sagt man Kirche und Stadt. So, und jetzt geht dieses Stück komplett in Kircheneigentum über, so wie mir das jetzt mitgetragen wurde. Und dann ist für mich zum Beispiel als
entschuldigen Sie den Begriff, aber als Heide stellt sich mir die Frage, darf ich mich denn überhaupt noch allein beerdigen lassen oder wie ist das? So, und da ist aber konkret die Frage und das bewegt die Bürger. Warum wird da keine Information rausgeschickt, dass das passiert? Und damit man ganz einfach da eine Klarheit schafft. Also wie gesagt, das verlange ich einfach hier. Gut, danke. Frau Dürer-Wegert, wir müssen ja erstmal wenn wollen Sie gleich, genau, wenn zu stimmen. Wollen Sie gleich darauf antworten, Frau Dürer-Wegert? Also ich kann nur dazu sagen, da werden wir wahrscheinlich Rechtssicherheit in diesem Raum schaffen. Wir verkaufen hier keinen Friedhof an irgendwen, sondern da war ein Teil Kirche und ein Teil Gemeinde sicherlich. Und um das jetzt zu vereinheitlichen und um so eine ungleichen Grundstücksverhältnisse zu beseitigen, wird das jetzt vereinheitlicht. Und dann wird da eine Entscheidung getroffen, ob das vornehmlich Kirche oder nicht ist. Anders ist das nicht zu erklären. Also wir verkaufen hier keinen Friedhof. Okay. Also sage ich jetzt mal, vom Eigentumswechsel. Darf ich kurz unterbrechen, Frau Mattis noch mal kurz und dann mache ich mal einen Vorschlag, sonst ufert mir das hier zu sehr aus. Also nach meiner Kenntnis wurde der Gemeindekirchenrat und der Pfarrer aus Kalfurde in diese ganze Geschichte mit einbezogen. Und das ist auch in Einvernehmen entstanden. Das ist jetzt kein Diktat der Stadt, jetzt kriegt die Kirche den Friedhof wieder. Das war, wie Frau Dietrich-Becker schon sagt, eine Zusammenführung von Trauerhalle und Grund und Boden, Einrichtung Friedhof. Und ein großer Teil der Parleiber Bevölkerung ist in diese Entscheidungsfindung oder in diese Umsetzung mit einbezogen worden. So kenne ich das. Also es waren mehrere Zusammenkünfte mit dem Pfarrer, mit der Familie. Ja, du kennst sie selber, die Familien, die dort im Gemeindekirchenrat sind. Ja, die sind eigentlich von Anfang an involviert. Das sind aber, ich meine, ich habe dieses Beispiel jetzt bloß rausgeschickt, das sind 5 Bürger. 5 von 85. So, und von den restlichen 85, wo jetzt von den 85 70 Heiden unter sind und nicht in die Kirche gehen, die stellen sich jetzt die Frage, ganz abgesehen von der ganzen Jugend, die jetzt sich mit der Thematik überhaupt nicht beschäftigt hat. Und dieses Problem ist für mich eigentlich jetzt nicht an dem einzelnen Fakt festgemacht, ein Grundsatzproblem. Die betroffenen Bürger bei so gravierenden Sachen müssen informiert werden. Und das dürfte man ja von der Verwaltung verlangen, dass sie wenigstens über den Sachverhalt informiert werden und darüber sich irgendwo einbringen können. Es wird den Bürgern das Recht genommen, sich jetzt irgendwo, ihr habt den Kirchenrat gebracht, sicherlich, aber wie kann ich mich jetzt einbringen in die Geschichte? Gar nicht. Ihr habt mich zurückgeholt, ihr setzt mich wieder, wie jetzt ihr bei heute, wie den ganzen Abend vor vollendete Tatsachen. Schluss, Punkt, aus, vorbei. Ich hab zum Schlucken, fertig. Gut. So, also ich mache einen Vorschlag, vielleicht können wir in dieser Angelegenheit nochmal die Verwaltung bitten und beauftragen, das nochmal kurz aufzuarbeiten und Herrn Karpanke zur Kenntnis geben, wie der ganze Vorgang gelaufen ist. Ja, dass man vielleicht auch gewisse Ungereimtheiten, das ist ja doch dann jetzt ein bisschen emotional besetzt, ja, wäre das möglich, dass Herr Karpanke nochmal dann. Ja, denn wie gesagt. Bitte? Der Ortsbürgermeister zur Info, ne? Das ist das klar. Ja. So, gut, gibt es weitere Anfragen? Dann noch Frau Gericke, bitte. Wir haben hier die Regenwassersatzung rausgenommen heute Abend, aber es geht darum, es werden jährlich viele Gräben sauber gemacht in der Stadt, auch der am Fußschlagweg, aber man fährt leider den Schmutz, den man da rausholt, nicht ab. Der wird immer schön auf den Rand gelegt und die Ränder wachsen jedes Jahr, sodass das Regenwasser eigentlich gar nicht mehr in die da vorhergesehenen Gräben abfließen kann. Vielleicht sollte man das. Okay, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja. Also die Oberflächenentwässerung, das heißt, das sind die Regenwasserleitungen und das sind die, die das einleiten. Darüber werden wir zu beraten haben und darüber haben wir ein Konzept zu erstellen, wo wir dann gemeinsam festschreiben, wer hat wo einzuleiten, wer kann versickern, wie gehen wir in den Ortschaften damit um und und. Das ist ein weites Feld. Was Sie ansprechen, sind die Leistungen, die der Wasserunterhaltungsverband zu erbringen hat. Möglicherweise ist es das, ich weiß ja nicht genau, welche Stellen Sie meinen. Das ist ein ganz anderes Feld. Ja, möglicherweise, wenn Sie Kuhschlagweg ansprechen, fahre ich ja auch oft lang, da sind es zum Teil ganz einfach auch die Gartennutzer, die ihren Grünabfall in die Löcher bringen. Entschuldigung. Gut, nehmen wir so zur Kenntnis. Gut, gibt es weitere Anfragen und Anregungen im öffentlichen Teil?
stelle fest, das ist nicht der Fall. Dann beende ich diesen Tagesordnungspunkt, möchte den Gästen einen guten Heimweg wünschen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. So. Thank you.